Heute spiele ich einfach ein bisschen random Monster Hunter World mit meinem ganz normalen Hauptaccount. Da spiele ich meine High-Rank-Mission weiter, mache diverse Untersuchungsquests und was sich eben so ergibt und lasse euch dabei zuschauen und teilhaben. Da gehen wir jetzt gleich mal rein. Nehmen hier meinen Hauptcharakter. Und dann geht's auch schon los nach Astera. Wir müssen die Fährte So. des Nergiganten noch genauer untersuchen. Wir haben noch nicht genug Daten. Genau. Also ich bin momentan in der Hauptquest so weit, dass ich in dem ewigen Strom die Untersuchung gemacht habe. Und kann jetzt praktisch dieses Gebiet noch weiter für Nergigante-Spuren untersuchen. Damit sich dann meine Hauptquest weiterzieht. Allerdings habe ich gerade noch so ein paar Rüstungssets, die ich schon noch gerne vorher fertig haben würde. Und da habe ich so ein paar Untersuchungen von diesen Monstern, um deren Teile zu kriegen. Okay. Also ich bin gerade dabei, das Tobikadachi-Set im High Rank zu kriegen und das Anjanath-Set. Allerdings habe ich jetzt für den Anjanath gerade keine Untersuchungen, wie ich gesehen habe. Deswegen machen wir jetzt einfach mal den Tobikadachi weiter. Und er ist sehr anfällig auf Gift.
Weshalb ich einen mal meine Giftrauchbomben packe und mit meinem Puke-Puke-Set und meiner Giftklefe ausgerüstet dann auch genug Schaden diesbezüglich machen sollte. Hier nehmen wir die... Okay, die können wir mal lassen. So. Okay, in 30 Minuten fangen sollte ich hinkriegen. Genau. Falscher Aufzug. Ich muss zur Kantine. Seitdem es mir in den High Ranks immer mal wieder passiert ist, dass ich nicht in der Basis abgeworfen wurde, sondern mitten im Gebiet, habe ich mir jetzt angewöhnt, immer hier zu essen. Nehmen wir mal das Jägergericht, das sieht ganz gut aus. So. Das wäre erledigt. Die Quests werden dessen auch geladen. Dann brechen wir auf. Da sollten jetzt auch wieder eine Gratisfalle dabei sein, weil man eine Fun-Quest hat. Das passt immer ganz gut. Dann habe ich drei Versuche, die ich wahrscheinlich eh nicht brauchen werde. Und dann bekomme ich doch sicher schon eine Spur, genau. Und da ist er auch schon. Honig mitnehmen. So, bisschen Ausdauer buffen. Auf den Megadrang schalten und los geht's. Als Kinsekt habe ich das Explosionskinsekt mit Eiselement drauf.
Oh, das ist schön viel Schaden. Das gefällt mir. Ja, und so viel Damage bekomme ich auch nicht mehr ab. Das ist super. So. Und auf ihm drauf, das ist sehr schön. Jetzt ein bisschen weg. Okay, jetzt geht's gerade nicht. Ah, er läuft vorbei. Gut, dann schärfe ich kurz. Klasse, jetzt werden meine Controller-Batterien leer. Das sollte aber für den Kampf jetzt noch reichen. Und dann wechsle ich mal kurz. Ah, gut, dass ich ihn noch nicht erwischt habe. Allgemein ist in seinem Nest gegen ihn zu kämpfen eigentlich immer gar nicht so mein Ding. Aber es klappt gerade ganz gut. Okay. Immer diese One-Hit-Attacken auf einmal. Aber alles kein Problem. Jetzt kriege ich erstmal meinen kräftigen Buff und dann geht's gleich weiter. Dann nutze ich schnell die Chance zum Schärfen. Und schon geht's wieder zum... Hier ein paar Spuren einsammeln für die Untersuchung. Anscheinend Untersuchungen brauche ich ja.
der hat schön in sein Nest auf mich gewartet. Auch recht. Ah, weg hier. Nicht, dass er wieder so eine OP-Attacke startet hier. Die Fliege, sehr schön. Oh, was war denn das wieder? Ich kämpfe eigentlich nicht das erste Mal gegen den, aber ich stelle mich gerade einfach nur total dumm an. Da ist er ja wieder. So schön in die Fresse getroffen. Oh, was ist denn das hier für ein geiles blaues Symbol auf dem Boden? Das war knapp. Oh, er hinkt. Er hinkt, okay. Vielleicht holen wir ihn gleich noch ein zum Fangen, ansonsten mache ich es in seinem Nest schnell. Aber ich möchte diese Spur da schnell einsammeln. Schon mal die Schockfalle herholen. Wo ist er denn jetzt wieder hin? Hier rein, okay. Ah, da hinkt er ja noch in seinem Richtung Nest. Ich denke, ich lasse ihn ins Nest laufen und da kurz hinlegen. Dann habe ich ja hier genug Zeit zum... Oh, wo geht er denn hin? Er geht gar nicht zu seinem Nest. Ah, doch, geht er schon. Gut. Dann lasse ich ihn da jetzt hinlegen und löse die Schockfalle aus. Und... nochmal. Und erledigt. Gefangen.
Ja, ziemlich viele Teile dabei, das ist gut. Schauen wir gleich mal, ob da schmiedemäßig schon was geht jetzt. Wir müssen die Fährte des Nergigante noch genauer untersuchen. Wir haben noch nicht genug Daten. Gleich mal schauen, ob er jetzt hier Tobi anschauen hat. Hier ist eine Großjagd mit anschauen hat. Ich hätte ganz gerne eine einzelne Anjanat-Untersuchung. Okay, da ist scheinbar nichts angekommen. Dann in die Schmiede. Sehen wir mal nach. Wie es mit dem Kadachi-Set denn so aus? Da haben wir zwei Teile. Okay, dann baue ich mir den Helm jetzt mal. Und dann wird wahrscheinlich der Handschuh nicht mehr gehen. Übrigens auch mal Wunschliste machen. Diese Sets wurden neu freigeschaltet, als ich diese Expedition in der ewigen Schlucht gemacht habe. Einfach nur ein Totenschädel. Welchen Effekt hat der denn?
Du darfst doch gerne im Twitch-Chat schreiben, du mit mir reden möchtest. Ich habe das alles hier im Blick. Fällt mir leichter, als dir auf WhatsApp zu antworten. So, jetzt erstmal ein Monster jagen gehen, das ich bis jetzt noch nicht kenne. Dann nehmen wir einfach mal das Essen, das alles 3 bufft. Und auf geht's. Das sind auch schon die Spuren von dem Viech. Ah, das ist er ja schon. Okay, dann werden wir uns den mal vorknüpfen und sehen, was der kann. Holy shit. Okay, das ist krass. Gut, wir werden uns das Viech jetzt nochmal reinziehen und mal gucken, was passiert. Er kann ja scheinbar irgendwelchen Explosionsschaden verteilen.
Oh mein Gott, was ist hier los? Ich sollte mir vielleicht mal angewöhnen, regelmäßig Dummkapseln mitzunehmen, um solche Fälle hier etwas einfacher von der Hand zu bekommen. Irgendwie kommen mir diese Monster hier ein bisschen wie so Äquivalente aus dem vorigen Bereich vor. Und dieses Viech hier sieht aus wie ein Großjagras, nur in fett und hässlich. So, schön in die Luft geflogen hier. Oh Gott, ist mein Aim gerade grottig. Was ist denn hier los? Oh, jetzt geht er da rein, wo ich ein Kaltgetränk brauche und ich habe keins dabei. Oh mein Gott, ich hab's mir ja fast denken können.
Zum Glück ist der ja nicht weit weg. Gott. Dieser Explosionshauch da, der ist gar nicht so toll. Gott, was war denn das, ey? Ach, das sind diese Explosionswolken da, die ihm allerdings irgendwie auch Schaden machen, wie Sau. Oh, ich habe ihn gekillt, anstatt zu fangen. Ah, das gilt ja trotzdem. Dann loote ich den Typen halt. Oh Gott, was ist denn hier schon wieder los? Immer diese Baselgäuse-Viecher, die mich nicht looten lassen. Das war schon mal so, als ich das Wasserviech in der Wüste bekämpft habe. Wie angekündigt, mein Controller war leer. Wir müssen die Fährte des Nergigante noch genauer untersuchen. Wir haben noch nicht genug Daten. Hm.
Okay, das ist wie erwartet Feuerwiderstand. Schauen wir mal, wie das Teil aussieht. Ja, sieht ganz okay aus. Kann man lassen. Ich wollte mal noch nachsehen, was diese Schädelrüstung da eigentlich genau macht. Hat die Handwerksfähigkeit. Erweitert den Waffenschärfebalken allerdings nicht bis jenseits des Maximums. Okay. Ist gar nicht mal so dumm. Zumal ist das mein bester Helm. Ich lasse einfach mal drauf. Das Puke-Set wird davon an sich nicht behindert. Es gibt für den Monster hier kein Set für die Katze. Finde ich nicht so geil. Oh, ich kann Giftklefe eventuell aufwerten. Wenn ich mir einen Puke Puke hole. Sollte das hier hinhauen. Das kann ich gleich mal machen. Hat dieses neue Monster irgendeinen Waffenbaum freigeschalten? Da ist er. Okay, Explosionsschaden war zu erwarten. Und diesmal eine Waffe, die nicht langsam wird bei Explosionsschaden. Das ist sogar gar nicht so schlecht. Das ziehe ich eventuell in Betracht. Dann dürfte ich allerdings mein Puke-Set nicht aufwerten. Die Materialien sammeln ist an sich nicht schlimm. Das muss ich mir mal noch überlegen. Wobei ich meine Giftklefe echt gern habe. Okay, dann warten wir jetzt einfach mal und machen die nächste.
Töte Phatos, das komischen Flugviecher. Mach die Quest jetzt einfach und such alles, was fliegt. Ich liebe diese Kochanimation. Okay. Und jetzt irgendwelche fliegenden Teile töten. Einfach mal schauen, welche das sein könnten. Ah, da sind die ja schon. Sehr gut. Dann ist das ja gar nicht mal so schwer zu finden. Unten bei diesem blauen waren doch vorhin auch welche von diesen Flugteilen. Da werde ich auch bestimmt noch welche finden. Außerdem kann ich auch immer mal wieder nach einer gigantischen Spur Ausschau halten. Der Nergigante war hier. Wir sind auf der richtigen Spur. Gut. Die sind gar nicht mal so übel, die Viecher. Die halten einiges aus.
Oh Gott. So. Gut, das war jetzt ja auch noch eine kleine Quest, die war ja keine große Kunst. Bisschen hochwertige Materialien hier sammeln. Oh, gut, vielleicht geht jetzt die Hauptquest in Astera weiter. Ich glaube, jetzt haben wir genug Daten über den Nährgigante. Willst du der ökologischen Forschungsgruppe berichten? Ja, möchte ich eigentlich schon. Hallo. Grüß dich. Danke. Was noch wichtiger ist? Hier drüben. Okay. Es ist soweit. Wir gegen den Nährgigante. Der Drachenälteste. Der Drachenälteste frisst. Der Nährgigante. Gehe ich jetzt zuerst zu der Truhe. Hey, Partner! Nichts kann uns aufhalten.
Töte den Nergigante, Stufe 8. Okay. Da habe ich auch noch einiges zu tun. Aber ich denke, wir probieren uns jetzt mal an dem Nergigante. Der wäre so ein super Abschluss für diesen hier. Dann probiere ich mich jetzt einfach mit meinem Giftschaden an dem. Und dann schauen wir mal, ob wir dieses Viech packen. Was ich hier jetzt eventuell auch noch einpacke, weil ich nicht genau weiß, an welchem Teil dieses Gebiets der Nergigante sich aufhält, ist ein Kaltgetränk, um eventuell im Feuer laufen zu können. Man weiß ja nicht immer so genau, die mal voll. Dann nehme ich mir vielleicht noch ein bisschen was zum Buffen mit. Dann kann's losgehen. Jetzt gibt's wahrscheinlich erstmal wieder eine epische Cutscene. Gigante, der Einzige, der den Sora Magdaros noch dringender finden wollte als wir. Ha, ihr habt es geschafft. Und auch noch pünktlich. Das gefällt mir. Ja, ich glaube, der Typ legt großen Wert auf Pünktlichkeit. Und Cutscene.
Okay, ich habe noch keine Ahnung, ob dieses Viech in irgendeiner Weise Elementarattacken kann. Auf jeden Fall macht er schon mal ziemlich krassen physischen Schaden. Ah, der hat so Stachelflügel. Die machen mir scheinbar keinen Schaden. Oh, das war eine heftige Attacke. Okay, ich sollte auf jeden Fall aufpassen, was vor ihm passiert. Da macht er nämlich ziemlich heftige Attacken. Okay, viel Damage mache ich ihm aber nicht. Ich glaube nicht, dass seine Schwachstellen... Oh, jetzt rennt er echt darunter. Okay, dann brauche ich jetzt das Kaltgetränk. So, und weiter geht's. Okay, das ist heftig. Weg hier, weg hier. Oh, das war klar.
Das habe ich gerade schon kommen sehen. Aber das wird schon klappen. Oh Mann. Ja, da liegt tatsächlich noch eine Schippe drauf. Das merkt man schon. Was hat der denn hier? So, gerade eben den Erfolg bekommen, das erste Mal ein Notrufzeichen abzuschießen. Aber vielleicht tauchen ja ein paar auf und... Alter, das Viech ist so ruppig, das ist unglaublich. Ich glaube, ich brauche da erstmal eine viel bessere Rüstung und alles, um den anständig zu schaffen. Ist nicht umsonst nochmal eine Hunting-Stufe höher. Thank you.
Okay. Das war dann wohl nichts. Na gut. Dann widmen wir uns zuerst mal den 6 und 7 Sterne optionalen Missionen. Und schauen, dass wir von der Gigant da erstmal eine bessere Rüstung herbekommen. Und das Viech ist ja wirklich echt krass. Okay. Damit wir jetzt dieses Video hier nicht mit einem totalen Fail gegen Nergigante beenden, werde ich mir jetzt noch eine optionale Quest reinziehen. Wobei die auch, glaube ich, nicht sonderlich spannend wird, weil man da nur 13 so kleine wählen muss. Oh, der Koch hat sogar eine okay. Und das sind jetzt scheinbar diese
kleinen Viecher, die auf dem Boden rumlatschen. Ich nehme bei solchen Quests immer gerne mein Fangnetz in die Schleuder, weil man da immer wieder ein paar Haustierchen begegnet. Nitrokröte, gefällt mir. Was ist das für ein Wesen? Ach, eine Lärmkröte war das. Ich glaube, da habe ich schon eine. Ein Lager hier würde uns das Leben erleichtern. Bringen wir es zu Ende, damit sie anfangen können. Oh, ein Gecko. Dann habe ich jetzt mal was, um meinen Eingangsbereich zu verzieren. Das ist ja super. Aber ich muss immer noch diese Gastodons finden. So, schauen wir mal, ob die da sind. Ich meine, ich habe bei meiner Expedition am Anfang diese kleinen, auf dem Boden laufenden Echsenviecher gesehen. Sind das die hier? Ach, ich kill einfach mal welche, dann sehe ich es ja. Ja, das sind die tatsächlich, okay.
So, schön looten. Von so klein braucht man auch ab und an immer mal wieder Zeug. Es ist gar nicht verkehrt, von den Materialien zu haben. Schau ich mal, ob da drüben auch welche sind. Okay, das war cool. So, ich sehe hier jetzt keine Gastodons mehr rumliegen. Da sind noch welche. Diese kleinen Viecher können gar nicht mal so schlecht Damage machen, wenn die da zusammen angreifen. Kurz schärfen und dann könnten die da vorne schon wieder respawned sein. Dann müssen die wieder bekämpfbar sein. Hier unten ist erstmal ein Paliko. Den wollen wir natürlich mitnehmen. Oh, das ist Ari. Der Paliko von einem Kumpel von mir.
Da ist schon wieder ein Baselgeuse. Der kommt mir meistens in die Quere, wenn ich mit einem anderen Viech gerade kämpfe und ihn gerade gar nicht brauchen kann. So, erledigt. Jetzt loote ich den noch und dann bin ich fertig. Den nehme ich auch noch mit. Knochenhaufen sind immer gut. So schöne Rüstkugeln hier immer wieder holen, die sind sehr wichtig. Okay. Dann werde ich jetzt noch meine Safari losschicken und meine Haustierchen absetzen. Und dann mache ich hier mal Schluss für heute. Die Route gefällt mir. Ein Anjanat und ein Puke. So, dann sehen wir mal nach. Da kann ich diese Geckos platzieren.
Okay. Bitte. Gut. Also, dann platzieren wir uns mal hier, wo man immer spawnt. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Auch wenn ich den Nergigant habe und den verkackt habe, dass ihr dennoch Meldung hattet. Ich möchte auch noch anmerken, dass nicht durchgängig ist. Also ich will schon rein mal vom Account aus Streaming-Sessions einlegen und natürlich die und auch währenddessen weiter, also offscreen, weshalb da nicht immer im Anschluss kommen, dass ja auch viel schon gemacht ist, wenn hier zuschaut, weil sie da nicht alles am Schritt. Vielleicht überlegen, eine Let's Play-Reihe zu starten. Ein Charakter, der dann tatsächlich Part für Part von Anfang an durchspielt. Mal sehen, wie sich das projektelt, ob ich das mache. Jedenfalls mal ein Servus und Ciao für heute. Fürs Zusehen.